Hallöchen Leute, ich bin Pimark und herzlich willkommen zurück zu Infamous. So, gut, ein Wort da mal rein und von das Auto. Schon mal ein guter Start, aber die nächste Mission ist direkt da vorne. Dem Typen geht's schon mal nicht sehr gut. Hier müssen wir mal helfen, bevor wir da loslegen. Schon wieder eine Mission, ja, da, aber nee, ist egal. Machen wir erstmal das. Spähdrohnen. Eine der Drohnen, die Warren patrouilliert, ist abgestürzt. Bergen Sie den Flugschreiber und ich versuche herauszufinden, wer sie steuert. Das ist eine gute Idee. Was mache ich? Okay, gefunden. Senden Sie mir die Flugschreiberdaten mit Ihrem Telefon. Ja, ist aber noch wegen der Telefon. Verwenden. Tada! Da gibt's hier noch was oben, egal. Das dachte ich mir. Die jetzt nicht. Erstgeborenen suchen mit den Drohnen nach der Strahlenkugel. Sie haben ihre Suche auf diesen Bereich eingegrenzt. Wissen Sie mehr als wir? Nein, aber wir können nichts riskieren. Finden Sie die anderen Drohnen, schießen Sie sie ab und sammeln Sie die Flugschreiber. Und Cole, die Drohnen sind programmiert und zerstören sich bei Absturz selbst. Keine Ahnung, warum das bei der nicht passiert ist. Wenn Sie sie abgeschossen ach, haben, wenn ich... müssen Sie sie sofort finden. Oh. Okay. Da fliegt der, ne? Kommt der von uns zu, oder was? Kann ich den von hier aus treffen? Schaut nicht so aus. Oh Mann. Oh, der kann aber viel zu schlecht. Aber oh, der kommt doch wieder daher, oder? Fliegen doch alle in eine vorgegebene Bahn, oder? Also da kann ich einfach jetzt warten, oder? Leiden, hör auf das Leiden, Alter. Was macht der da? Really? Jetzt kommt der Zug. Der eine scheiß hundertstel Sekunde, wo ich auf dem scheiß Dienst stehe, Alter. Ah. Danke schon wieder so Bahn. Da ist direkt schon wieder Lust. So. Abzudrehen. Halt, aber ne. Reicht das? Das reicht mir nicht. Okay, die finde ich schon. Aber immer keine Sorgen. Okay, sollte ich lieber gleich machen, wahrscheinlich. Hallo? Jetzt. Ah, jetzt mache ich hier schon. Okay, cool. TW, TMW, 100. Und schon weg. Wann ist die am Zerstören? Mal, ob ich das ungefähr irgendwie rausfinden kann. Really? Ja, natürlich hat nichts Besseres zu tun, als die Hand zu geraten. Aha. So. Ah, wenn ich wieder im Feindgebiet. Hurra! Ich wollte mich ja nicht auf der Drohnenkosten drin haben oder so. Gut, dass ihr da noch rechtzeitig drauf kommt, dass das so einer ist. So, also da oben, was? Da jetzt davon. Und Shannon. Mal schauen, wie lange das dauert, bis ich den alle hab. Wow. Noch ziemlich lange scheinbar. So schlecht bin, was sind da die Ampeln, wenn es mal brauchen? Dann. Really? Hat nicht gereicht. Dreimal.
Jetzt, wo ich es gehabt hätte, versteht ihr? Ich nämlich nicht. Mach mal drauf. Mir geht's am besten. Hi. Ja. Oh, da sind wir schon. Also. Das Gelaber von den Leuten. Sie sich das mal an, Cole. Nein! Aufhören! Ich tue alles, was du willst. Sie sind wohl ein ganz harter, hä? Im Gegenteil. Ich bin schwach, sehr schwach sogar. Deshalb müssen Sie diese Lektion gut lernen, sehr gut sogar. Jeder hat einen wunden Punkt. Ich, Sie und auch unsere liebe kleine Sascha. Die Starken unterscheiden sich von den Schwachen darin, dass sie den Schmerz aushalten. Ihn sogar lieben, egal wie groß er ist, und dabei das Ziel immer im Auge behalten. Können Sie sich das merken? Arschloch. Da sind nur zwei Stöße. Ah, sie ist da zum Heulen. Also Drohne, wo bist du denn jetzt? Oh. Bin ich so blind oder wo ist... Ist das so weit weg echt? Also, fast auf dem Hotdog gestanden und ins Wasser reingegangen einfach. Und gut, dass die immer bei uns landen. Super, gut funktioniert. Keiner explodiert. Das sollte der letzte sein. Ihr Telefon reicht nicht aus, um eine so große Datenmenge zu senden. Sie müssen sie per Satellit hochladen. Auf dem Dach des alten Coleridge-Gebäudes ist einer. Hoffentlich funktioniert er. Sowohl, dass ich Cole heiße und dass das Coleridge-Gebäude ist, oder? Ich hab grad einen Kollegen umgebracht. Aber das war's dann. Ach so. Du hast mich gleich umgebracht, aber das war's dann. Was ist eigentlich überhaupt mit euch los? Was habe ich euch dann? Ach. Ah, hier. Jetzt ist er dead. So. Aber da ist noch einer, oder? Upsi, was ist das denn? Okay, das ist auch normal anscheinend. Da ist noch einer. Was mache ich hier überhaupt? Ah, jetzt sind das jetzt hier wieder da.
keine Kolorosen. Da wird er weg. Das passt da in der Luft sprengen. Ne? Ah, ich werde weggehen. Aber viel los gerade. So. Und dann schaust du nicht am Zack da eigentlich. Gut, also. Dann mal weiter. Ganz ruhig. Gibt's irgendwas zu holen? Mal schauen, ob ich da oben bin. Hi. Tatsache. Vielleicht noch einen. Also den irgendwie so treffen. Da geht aber nicht ganz runter zumindest. Genau, das wollte ich. Okay, so, also ich werde auch auf, muss ich. Das ist die Mission, okay. Ach so. Sie müssen alles haben. Es wird eine Weile dauern, das durchzugehen. Ich melde mich, wenn ich was Interessantes finde. Finden Sie die verdammte Kugel, damit ich aus der Schusslinie komme. Sperrdrohnen, supi. Noch ein paar P. Cole, ich habe den Rest der Ausrüstung im Bus, aber die Reaper versperren den Weg zum Krankenhaus. Ich brauche deine Hilfe. Okay. Ach, das, okay. Vielleicht können wir reden, wenn wir das durchgestanden haben. Vielleicht. Erst muss ich mich um die Kranken kümmern. Sie gehen vor, Cole. Klar. Das tun sie. Puh. Wie schaut's aus mit den Missionen? Gar keiner am Start. Nicht mal Hauptmission. Okay. Oder im anderen Gebiet. Really? Kann ich da irgendwie schnell hin oder so? Ohne die Bahn nehmen zu müssen. Ich habe sie beobachtet, Cole. Sie führen sich bei jeder Gelegenheit auf wie ein echter Angeber. Sie prahlen wirklich mit jedem Mist. Lächerlich. Und das muss ich mir von einem anhören, der Menschen quält. Sie verstehen es immer noch nicht. Sie bekommen keine zweite Chance. Jedes Mal, wenn sie versagen, bricht eine Welt zusammen. Bricht auf unsägliche Art zusammen. Ich habe es auf die harte Tour gelernt. Und Sie werden es auch lernen. So oder so. Wissen Sie was? Kriechen Sie endlich aus Ihrem Loch und treffen Sie mich. Dann können wir diese Angelegenheit klären. Alles zu seiner Zeit, Cole. Alles zu seiner Zeit. Alles zu seiner Zeit. Hey Kumpel, tut mir leid, dass ich bei den Werften so ein Vollidiot war. Ich hab da wirklich Mist gebaut. Ich weiß, du meinst es gut, Sieg, aber die Welt ändert sich. Ein Fehler und du bist so gut wie tot. Ja, ich weiß, aber du kennst meine Geschichte. Keine Familie, die ganze Zeit pleite.
Nach der Quarantäne wollte ich was Neues versuchen. Endlich mal was aus mir machen. Ich kenne deine Geschichte, Sieg. Aber wir müssen vorsichtig sein. Alle. Nach der Quarantäne. Ja. Mal schauen, wann wir uns nach der Quarantäne so jetzt erstmal sliden. Und das was? Nein, weil wenn ich dann einfach hier. Okay. Sehen wir zur Brücke, wo sind wir können nochmal wieder von dem Blech. Echt ein Kumpel. Das ist natürlich keine Zeit. Ach, das ist der Tunnel rüber, okay, gut. Der Kerl hat mein ganzes Geld gestohlen! Welcher Kerl, was sagst du mir hier? Keine Ahnung, ich kenne mich da nie aus. Noch jemand im Falschen. Hallo? Jetzt. Ist die Nebenmission zumindest wieder da? Aber wie komme ich denn schneller da runter, Alter? Ich muss doch einen Weg geben, dass man schneller irgendwo hinkommt. Wenn ich jedes Mal durch die halbe Stadt rennen muss. Brauche ich zumindest, aber ja, mal schauen. So. Hat keine Ahnung, dann gehen wir schon mit dem Karma ein bisschen weiter nach oben. Okay. Jetzt habe ich aber gerade wirklich keine Zeit für euch. Nur euer Gebiet gleich unter den Nagel reißen. Hi. Ich habe wichtige Informationen über die Vergänglichen. Folge mir! Da hinten will die Mission den Panzer machen. Jetzt noch mal eine Sekunde bitte. Ja, euch das gefallen, ne? Also. Muss halt so machen, ich hab keine Ahnung, ob es noch eine andere Methode gibt. So. Schaut gut aus. So. Tja, nichts da mit Informationen, leider. Wurscht, keine Ahnung, da sind wir schon Belohnung genug. Ja, jetzt muss ich halt da runtergehen, ne? 18 Minuten auf 9 bin ich jetzt. Okay, dann schaue ich mal, wie weit ich bin, wenn ich da unten bin. Ah. So. Na dann bin ich mal unterwegs. Die Straßen geraten außer Kontrolle, Leute. Gerade haben ein paar von diesen Metallmonstern 3 Kopfs gepackt, aufgeschlitzt und zum Sterben zurückgelassen. Sie sind in Rudeln unterwegs. Wenn sie auftauchen gilt, Beine in die Hand nehmen. Stimme des Überlebens, Ende. Aha, aha. Next up Mission, go! Die Reaper haben mich bei meiner letzten Fahrt angegriffen. Sie glauben, ich arbeite für die Dustmen. Ich schaffe es nicht alleine zum Krankenhaus. Überlass sie mir. Ich habe Roger beauftragt, das Dach des Busses mit einem Metallgitter zu versehen. Und ein Generator setzt es unter Strom. Das sollte dir durchgehend Energie liefern. Wow, ganz schön clever. Naja, sie haben mich nicht wegen meines Aussehens Medizin studieren lassen, Cole. Wenn du oben bist, fahren wir los. Wenn du runter musst, stoppe ich den Bus und warte. Okay. Interessant. Bin dabei. Busstatus unbeschädigt. Und das bleibt auch an der Gasse. Wir haben also durchgehend Energie. Also kann ich eigentlich alles machen. Was geht? Ich bin schon mal scheiße unterwegs.
Ich hab keine Ahnung, wo die überhaupt sind. Ah, da unten noch ein bisschen. Was war denn diese Welle aus? Unbeschädigt, würde ich hoffen. Will er noch was von uns? Alter, warte mal. In dem Moment, wo der Raketenwerfer sieht, kommt, war das von mir will. Da da hinten auch wieder am Start. So, egal, wenn er noch unbeschädigt. Natürlich. Das vorher gewusst hätte. Ich hab jetzt abgeworfen. Habe ich das bald gemacht? Ich hab keine Ahnung. Der ist abgeworfen, aber wenn das nicht getroffen. Wäre das sogar eine 80 Gegner, wenn man da. Na bumm. Da sind viele. Hallo, ich habe noch einmal wieder hinten alle recht. Vielleicht machen wir das, um besser runtergehen. Wir haben was abbekommen. Ah, okay, ja, ich auch. Funny, aber ich auch. Ich stehe auch unter ständigem Beschuss. Oh, hi. Wow. Okay. Da macht den Scheiß mit Skribble auf. Hallo. Warum bringt das nichts? Achso, das kann ich nachher noch steuern. Das macht natürlich Sinn. So, endlich. Da hinten noch welche. Keine Sonne gefällt. Achso. Ach, ne, der ist ja tot, oder? Ja, was? Ach, beschädigt ist in Ordnung. Dem Haus kann es oben, oder? Kann man das? Oder? Bra. Das ist ein Problem eigentlich. Oder dann, wo haben wir das? Wunderbar. Mögliche Busfahrt, nichts Ungewöhnliches bis jetzt passiert. Oh. Sie greifen uns nicht mehr an! Ach so. Egal, geh bitte. Warte. Sie sollen das alleine ausmachen. Fahr weiter. Egal. Na, warte, mich eigentlich ab.
Kann ich hier die Aula an? Cole, mach den Weg frei! Ich versuch's, aber ich bin gleich vor der Sendung rum. Keine Ahnung. Puste das Zeug von der Straße, Cole! Schade, schaue Wichser da von hinten. Was mit den ganzen Wänden an? Der Weg ist blockiert! Tu was! Hallo, bin ich bald geheilt? Nicht anhalten! Ich bin nicht gewohnt, so viele den Schlägen machen zu können. Ja, wie viele von denen sind da? Beschädigt, das ist immer noch nicht schwer beschädigt, aber alles gut. Ich habe ein Bild des Anführers der Dustman. Zwar noch ohne Namen, aber ich lasse es analysieren. Ich melde mich, wenn ich den Namen habe. Hat das auch ganz gute Bild gegeben? Excuse me? Okay. Fahr durch. Oh, Mann, ein Treffer und das war's. Okay, haha, ja, dann lass es jetzt. Ich will übrigens auf Live fahren. Also. Merkst du? Bitte lass los. So. Wir hätten den Boost ein bisschen besser panzern müssen, dann ist er 500 Targeten aufhalten. Das hat leider zu wenig. Also. Was steht da eigentlich immer drin? Ich weiß nicht. Sehr gut. Das ist, wenn jetzt kurz zerstört wird, wenn ihr da drüber fährt. Das schaut doch noch prima ein Schuss aus, erst. Cole, ich habe die Ergebnisse der Fotoanalyse. Es ist Alden Tate, der Sohn von Richard Tate. Hören Sie mir zu? Konzentrieren Sie sich. Das hier ist wichtig. Ich war wie erstarrt. Moya redete weiter, während ich diesen alten Mann sah. Diesen alten, grauhaarigen Mann, der einen Bus fuhr. Mit seinen Gedanken. Ich bin zwar stark,
aber nicht annähernd so stark. Orden ist der Sohn des Anführers der Erstgeborenen. Als mächtiger Mentalist wurde er von klein auf darauf vorbereitet, Kontrolle zu übernehmen, bis Kessler auftauchte. Er verschwand in den Straßen und wuchs verängstigt und obdachlos auf. Aber jetzt ist keine Angst in seinen Augen. Nein, die Explosion hat ihn mächtig gemacht. Sie gab ihm die Mittel, seine Paranoia zu bekämpfen. Mit Leichtigkeit warf er den Bus auf das Krankenhaus und sendete damit eine klare Botschaft an seine Feinde. Trish war in dem Ding drin und ich musste schnell handeln. Nicht, dass ich Orton etwas tun konnte, er war schon weg. Halte durch, Trish. Ich komme. Oh, cool. Bist du dabei? Was ist hier los, Alter? Das ist euer Todesurteil. Das ernst, Alter? Das ist am Anfang da, wenn ich anfange zu spielen? Die Kontrolle und wird von so einem scheiß Ding abballert. Okay, cool. Auf jeden Fall fair. Okay, ich bleibe schon unten. Ich bin leider schon eine halbe Stunde da, obwohl ich hier schnell sein muss und Fisch retten. Da komme ich nicht mal. Ja, bis zum nächsten Part, Alter. Das sind die Missionen alle auf einmal 5 Stunden lang. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch gefallen hat, dann ein Like und Kommentar. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.